Hallo, wir sind Mandy und Sebastian und schön, dass ihr wieder da seid und uns auf unserer Reise in die Lofoten begleitet. Wir sind zwar dieses Jahr nicht mit unserem Offroad-Wohnmobil unterwegs, sondern mit dem Motorrad, werden aber auf dem Weg in die Lofoten natürlich auch die Camperaugen offen halten und schauen, wo sind die besten Stellplätze zum Übernachten. Und natürlich werden wir auch versuchen, euch eine der interessantesten Touren in die Lofoten hoch zu präsentieren. Also bleibt dabei, dann verpasst ihr nichts. Unsere Reise in die Lofoten beginnen wir in der Telemark. Zunächst einmal geht es über Rio Kahn auf die 753, eine sehr schöne Straße über eine Hochebene, wo es auch wunderbare Camperplätze gibt. Danach geht es auf die 40 in Richtung Geilo. Entlang der 753 kommt ihr auf diese wunderschöne, landschaftlich wunderschöne Hochebene und findet überall wunderschöne Campingstellen. Geilo biegen wir auf die 7 ab, kurz danach auf die 50. Die Straße führt über eine wunderschöne Hochebene entlang von Bergseen. Weiter geht die 50 nach Auerlandswang. Hier habt ihr die Möglichkeit, entweder den längsten Tunnel Europas mit der E16 über 24 Kilometern zu fahren oder die landschaftlich äußerst reizvolle Alternativroute über Auerlandsfjell. Die Passstraße zwischen Auerland und Lerdal, Auerlandsfjellet, ist ab 1. Juni bis Mitte Oktober geöffnet. Von Auerland bis zum Aussichtspunkt Stegerstein sogar ganzjährig. Der höchste Punkt liegt hier bei 1306 Metern über dem Meeresspiegel. Selbst im Sommer sieht man hier Schnee am Straßenrand. Nicht umsonst wird diese Bergstraße auch der Schneeweg genannt. Führt uns weiter nach Lunde, den Zielort für heute. So Baby, nach einem wunderschönen Tag, 411 Kilometer sind wir gefahren über die traumhaftesten Straßen, die man sich überhaupt vorstellen kann, durch wunderschöne Gegend. Bei traumhaftem Wetter sind wir jetzt hier in Lunde. In Lunde gelandet und haben es hier auch wieder super gut getroffen, wie man im Hintergrund ja schon sehen kann.
Die Hütten hier in Lunde sind nagelneu renoviert. Sie sind einfach, aber sehr zweckmäßig ausgestattet. Die Küchenausstattung ist auch komplett. Das Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsdusche sind absolut sauber. Geschlafen wird hier in Doppelstockbetten. Heute Morgen starten wir und fahren auf die E39. Von hier aus geht es dann auf die E60, die dann hier auf die E15 trifft. Von hier aus geht es dann weiter in Richtung Geiranger. Hier rüber und dann auf der 63 über diese außergewöhnliche Landschaft, den Geiranger. Hier dann das erste Mal die Fähre nach Linge. Und von Linge geht es dann weiter auf die 650 in Richtung Stordal. Von Stordal weiter und hier auf die E39. Und diese E39 verlasst ihr im Grunde genommen bis nach Trondheim nicht mehr. Die nächste Fähre dann in Vestnes rüber nach Molde. Und dann geht es hier immer die E39 weiter. Das nächste Mal fahrt ihr Fähre nach Halse. Und dann geht immer weiter die E39 bis nach Trondheim, wo wir dann unseren zweiten Abend verbracht haben. Nibbewegen ist eine Mautstraße, die normalerweise von Juni bis Oktober geöffnet ist. Sie führt euch direkt zur neuen Plattform, dem Geiranger Skywalk, wahrscheinlich einem der fantastischen Aussichtspunkte der Welt, in 1500 Meter Höhe. Hier habt ihr einen fantastischen Blick auf die Fjordlandschaft, auf Gipfel, auf wild schneebedeckte Berge, ein wunderschönes Weltkulturerbe. Trondheim erreicht nach knapp 500 Kilometern guter Fahrt bei bestem Sonnenschein. Genau. Und hier ist das Hotel. Trondheim, die drittgrößte Stadt Norwegens, ist ein Zwischenstopp auf unserem Weg in die Lofoten. Beim Anblick der kunterbunten Häuser, der gemütlichen Cafés und Restaurants, der anmutigenden Kleinstadtidylle, sind wir schon fast ein wenig traurig, dass wir nicht mehr Zeit eingeplant haben. Am Fluss Nidelva, der sich durch die Stadt schlängelt, säumen unzählige bunte Holzhäuser die Ufer. Die Gammelbybru, 1, 2, 3 ganz viele bunte Holzhäuser, sie sind das Postkartenmotiv Trondheims. Von hier aus sind es nur wenige Meter zum Nidarosdom. Der Nidarosdom, auch das Herz Norwegens genannt, ist eine der ältesten und bedeutendsten Kirchen Norwegens. Hier wurden 7 norwegische Könige gekrönt. Und es stand hier einst der Schrein des Nationalheiligen Olaf. In Backlandet, Trondheims hübschester Altstadt, erwarten dich unzählige Fotomotive. Wir sind beeindruckt von den vielen Speichern, die als Restaurant oder Café umgebaut wurden. Und vom Pulsieren des jungen Lebens. Beim Abendessen treffen wir auf eine deutsche Studentin. So, nach einem wunderschönen Abend in Trondheim geht's jetzt heute Morgen weiter Richtung Bodø.
Heute Morgen starten wir in Trondheim und nehmen direkt die Fähre auf die 720. Die 720 ist eine sehr gute Alternative, wenn ihr nicht die E6 fahren wollt. Sie führt landschaftlich sehr reizvoll an einem wunderbaren See vorbei in Richtung Steinkjer. Dort kommt ihr dann, wenn ihr den direkten Weg in Richtung Norden, Lofoten oder auch Nordkap nehmen wollt, auf die E6, die zunächst einmal landschaftlich auch sehr reizvoll ist. Dennoch bleibt die E6 eine sehr breite Straße, die wahnsinnig befahren ist und ihr könnt auch nur 80 fahren, wie im ganzen Land. Insofern ist es nicht der ganz große Motorradspaß und so entscheiden wir uns in Ness zurückzufahren auf die 775. Die führt uns nun auf die FV17. Die FV17 entpuppt sich noch im Laufe unserer Reise als absoluter Glücksgriff. Sie führt durch landschaftlich wunderschönes Gebiet entlang der Westküste. Natürlich muss man hier, wie in Holm, zunächst einmal auch relativ häufig Fähre fahren. Aber das, was ihr hier zu sehen bekommt, entschädigt für alles. Wir beenden unseren Tag 3 bei Brennesund. Ja, die Fähre hier von Trondheim übersetzend auf die 715 geht tatsächlich eine halbe Stunde. Ist erstaunlich weit. So, ich habe hier nämlich jetzt den totalen Turnkoller, weil hier tut es mir weh wie Sau und jetzt sind wir auf der E6 und da geht es nur geradeaus und das Ganze bei 80, das kann man nicht aushalten. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir gehen jetzt rüber an die Westküste und fahren von Halbinsel zu Halbinsel sozusagen immer zu mit der Fähre, weil das mache ich nicht. Wir machen jetzt Fährhopping. Wir machen jetzt Fährhopping und ein bisschen abwechslungsreich und mal sehen, wie es weitergeht. Komm mal rein. Ja, mach mal auf. Muss ich dir mal angucken. Oh. Oh mein Gott, wie süß. Och, ja. Ich muss ja noch den See. Und hier sieht man den See. Ein schöner Tag, gekrönt von dieser wunderbaren Hütte hier mit dieser tollen Terrasse. Mehr geht nicht. Na dann. Guten Appetit. Wir starten unseren Tag 4, fahren hier wieder auf die 17 zurück, um dann in Horn das erste Mal Fähre zu fahren. Es wird hier entlang dieser reizvollen E17, die immer der Küste nachgeht, nicht das letzte Mal Fähre sein. Insgesamt fahren wir an diesem Tag, glaube ich, 5-mal Fähre. Hier fahren wir dann nach Chiota, eine sehr lange Fährfahrt, circa eine Stunde. Weiter geht es immer auf der E17, landschaftlich wahnsinnig reizvoll. In Levang dann die nächste Fähre.
dann geht es hier rüber, hier um diesen Fjord drumherum und dann weiter auf der A17 bis hier nach Steinsland. Ob das so gesprochen wird, weiß ich gar nicht genau. Wieder eine relativ lange Fährfahrt. Dann geht es hier weiter bis nach Angskardet, wo ihr wieder Fähre fahrt. Dann geht es hier entlang, am Golmfjorden entlang. Und wir sind dann hier in Raipa auf einem sehr schönen Campingplatz wiederum in einer Hütte untergekommen. So, wir stehen jetzt hier in Vorwijk und warten auf die Fähre und das schon ziemlich lange. Die fährt nämlich nur anderthalb Stunden und geht nach Tjotta und auch die Fahrt ist ziemlich lang. Die ist, glaube ich, auch über eine Stunde, die Fahrt. Und wir haben eben ein Ehepaar kennengelernt, die auf den Lofoten leben, um die 65. Und die haben uns ganz, ganz viele tolle Tipps gegeben, wo wir überall hin müssen auf den Lofoten und was die Hotspots dort sind, haben die gleich in die Karte eingetragen. Insofern sind wir mal wieder als Glückspilze bestens vorbereitet auf das, was uns hoffentlich in den nächsten Tagen hier in diesem Traumgebiet, in dieser wunderschönen Gegend in Norwegen erwarten wird. Mit der Fähre von Kilburg-Hamm nach Jektvik überqueren wir nun den Polarkreis. Immer wieder fällt uns auf, dass die FV17 mit ihren landschaftlichen Reizen eine echte Alternativroute zur E6 ist. Sebastian hat jetzt ein bisschen Stress, weil jetzt schon die Fähre kommt und wir nicht mehr alles auf der Karte drauf hatten. Morgen geht es nach Bodø und von dort mit der Fähre auf die Lofoten. Und wenn euch das nun interessiert, wie es uns auf den Lofoten ergangen ist, abonniert den Kanal, denn dann verpasst ihr unser Lofoten-Video nicht. Hierbei werden wir euch alle Hotspots dieser unfassbar schönen Inselgruppe zeigen. Also, bleibt dabei. Bis bald. Tschüss.